The Lumbung principles, actually, we will work on the values of based on humor, curiosity, generosity, independence, sustainability, and locally anchored. That's why cooperation, working together, are one of the things that we really emphasize in this approach. With Ruang Rupa, as we like to working with these young people or from student for collaboration is because also they have not just fresh but also wild and many creative idea that they come up from them. Der Arbeitsprozess zur Documenta oder zur Entwicklung des Corporate Designs der Documenta ging eigentlich aus einem Studierendenwettbewerb hervor. Der ist ausgeschrieben worden von der Documenta und der Ruang Rupa. Daraus hervorgegangen sind dann die Studierenden des Teams Studio 402 aus Jakarta. Gemeinsam mit denen haben wir dann in einer Konstellation aus der Berliner Markenagentur Senhema den Studierenden sowie mir diesen Entwurf, der eingereicht worden ist, eigentlich weiterentwickelt. Ide yang kita ajukan pada Documenta 15 kali ini, di mana Ruang Rupa sebagai artistic director mengangkat konsep lumbung yang memiliki gagasan prinsip kolektif, konstruktif, dan ruang berbagi. Elemen yang kita visualisasikan terdiri dari objek tangan dan tali. Tangan sebagai objek atau alat dari proses perpindahan dari satu hal ke hal lainnya, sedangkan tali sebagai bentuk konektivitas. Koneksi dari lumbung dan Documenta 15 kita visualisasikan dalam bentuk garis yang membentuk objek tangan yang memiliki makna community dan sustainability. Unser Beitrag bestand darin, die Kernidee der visuellen Identität weiterzuentwickeln und zu schärfen. Zu Beginn haben wir die Zielgruppen definiert, im Hinblick auch auf die Kernidee der Documenta 15 und eigentlich so abgeklärt, was ist eigentlich der Auftrag und was soll die Wirkung sein des visuellen Erscheinungsbildes, was uns dann sozusagen Informationen gegeben hat, wie man die Gestaltungselemente definieren kann und wie sie zur Anwendung kommen. Also das betrifft die Farben, die Illustrationen natürlich, die Schriften, die verwendet werden, die Typografie, das übergeordnete Gestaltungssystem. Und uns war wichtig, dass Studio 402 sich weiterhin mit dem Entwurf identifizieren kann. Yang kita suka dari mempelajari banyak hal dari mereka tuh, jadi banyak elemen yang kita kembangkan, banyak hal yang kemudian kita pelajari, terus bekerja profesional dalam lingkup yang benar-benar profesional karena mereka agensi desain yang sudah established. Yang berubah dari desain yang pertama kita ajukan hingga saat ini adalah kita berhasil menemukan satu desain sistem yang sangat-sangat dinamis sesuai dengan konsep dari Ruang Rupa itu sendiri. The design that created by 402 team strike us because of the hand image. The hand image is so strong, actually because the simplicity and also it can reach many audience as a form. Das Erscheinungsbild der Documenta 15 wird im Kasseler Stadtraum sehr prominent auf verschiedenen Flächen gezeigt, unter anderem das Ruhrhaus. Das Ruhrhaus wird jetzt hier von dem Kasseler Street Art Kollektiv Color Cubes bemalt und bringt damit auch die Farbe in die Kasseler Innenstadt sozusagen.